21 Uhr am Mittwochabend, Einreise vom österreichischen Nickelsdorf im Burgenland nach Ungarn. Obwohl die Regierung in Budapest die Grenzen bereits vor mehr als einer Woche geschlossen hat, stauen sich noch immer tausende Pkw. Wenige Stunden später waren es bereits 20 Kilometer. Zwischen 9 Uhr abends und 5 Uhr morgens haben Autos die Möglichkeit, Ungarn zu durchqueren. Viele wollen nach Bulgarien oder Rumänien. Manche haben wegen der Corona-Krise ihre Arbeit in Westeuropa verloren. Ich fahre von Deutschland nach Rumänien. Die Autobahn ist voll. Wir sind morgens um 9 losgefahren. Jetzt ist es 10 Uhr abends. Lastwagen dürfen auch tagsüber über die Grenze, doch auch für diese Fahrer hieß es am Mittwoch warten, bis zu 6 Stunden, 15 Kilometer lang stauten sich die Lkw. Für die Grenzer sind auch die rückkehrenden Ungarn eine Herausforderung. Sie werden registriert und befragt. Wer Symptome von Covid-19 zeigt oder ein Risikogebiet besucht hat, muss 2 Wochen in Quarantäne. So wie dieser ungarische Lastwagenfahrer. Der Arzt hat mich untersucht, er hat Fieber gemessen und fragte mich nach möglichen Beschwerden, Husten oder so etwas. Dann haben sie mir Quarantäne verordnet. Ich habe diesen roten Aufkleber bekommen für die Tür meiner Wohnung. Ich muss zu Hause bleiben. 5000 Ungarn haben an der Grenze bisher einen roten Sticker bekommen. Wer sich der Quarantäne verweigert, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Medienberichten zufolge hat sich in Ungarn am Donnerstag ein weiterer Stau gebildet. Durch Abfertigungsprobleme in Rumänien staute sich der Verkehr auf 70 Kilometern Länge.